So, noch ein spontanes Video. Moment. Hier so ein richtig geilen Erdbeer, Preiselbeer, Kokochips, irgendwas, Smoothie. Richtig lecker. Und zwar wollte ich ein bisschen was über ADHS erzählen. Und zwar wird damit meistens verbunden Hyperaktivität, also dieses, also ADHS ist erstmal das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und das H ist dann mit Hyperaktivität. Aber was steckt eigentlich dahinter? Diese Hyperaktivität und dieser Aufmerksamkeitsdefizit ist eigentlich nur ein Symptom. Dahinter steht, grob gesagt, einfach gesagt, ein Dopaminmangel, also ein Neurotransmittermangel, was aber auch nicht ganz richtig ist. Und zwar haben ADSler genauso viel Dopamin wie jeder andere auch, nur sie brauchen eigentlich mehr, weil sie keinen Reizfilter haben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund oder wo die Krux liegt. ADSler haben keinen Reizfilter oder nur einen sehr grob eingestellten Reizfilter. Das heißt, wenn sie eine Sache angucken, können sie sich nicht auf diese eine Sache konzentrieren, sondern die sehen alles gleichzeitig und das Gehirn ist nicht in der Lage zu unterscheiden, was davon jetzt wichtiger ist oder nicht. Also es kann nicht priorisieren. Und so muss man dann auch viel mehr Reizinformationen verarbeiten und dafür braucht man dann wiederum mehr Dopamin. Und wie wird Dopamin generiert? Durch Bewegung zum Beispiel, aber auch durch Stimulantien wie Koffein, Nikotin, Alkohol. Dadurch wird Dopamin ausgeschüttet. Ja, es hört sich erstmal ein bisschen kompliziert an, aber genau das ist eigentlich die Sache, was ADS ausmacht. Kein Reizfilter, deswegen mehr Dopamin, die Suche des Gehirns nach mehr Dopamin und daher Hyperaktivität und bei manchen eben eine nach innen gerichtete Hyperaktivität, also viel mehr Gedanken, Abgelenktheit, weil das Gehirn sucht immer nach interessanten Dingen, nach interessanten Themen. Und bei der Hypoaktivität, also nach innen gerichteter Hyperaktivität, sucht es halt nach interessanten Gedankengängen, die verfolgt werden, weil das nämlich auch Dopamin ausschüttet. Daher dann auch diese Abgelenktheit, diese Aufmerksamkeitsdefizit. Man sitzt in der Vorlesung, der Professor erzählt irgendwas, man hat dann so seine eigenen Gedanken dazu und Moment. Ja. Und dann sind ja diese eigenen Gedanken entwickeln sich, dann sind die plötzlich viel interessanter. Und man ist dann in dieser Gedankenwelt und hat ganz vergessen, dass man überhaupt in der Vorlesung sitzt. Das ist so diese Grundproblematik von ADS. Und diese Hyperaktivität, wie gesagt, ist nur ein Symptom und auch die. Das Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, das wollte ich einmal grob nur mal dazu sagen. Ich werde noch weitere Videos und vielleicht auch viele weitere Videos über das Thema machen. Das ist sehr, 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 sehr komplex. Und es gibt sehr viel dazu erzählen und es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, mich darüber zu informieren. Das habe ich eine sehr lange Zeit gemacht. Bin jetzt nicht mehr ganz frisch bei dem Thema. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ADS bis zu 40%, also genau 40%, was heißt genau ungefähr 40%, im Erwachsenenalter bestehen bleibt, sich das also nicht auswächst. Bei denen, wo es sich auswächst, ist es auch noch da, nur sie können damit sehr gut umgehen oder gut umgehen oder so umgehen, dass sie weniger Probleme haben in ihrem Alltag, in ihrem Job und so weiter. Studium. Dann kann ich das nächste Video am besten darüber machen, was für Probleme auftauchen, was die Ursachen davon sind und wie man damit umgehen kann. Also ich weiß nicht, ob ich alle drei Sachen in einem Video reinpacke, muss ich mir dann noch überlegen. Wahrscheinlich wird das sowieso wieder spontan werden wir jetzt. Ich habe mir jetzt keine großartigen Gedanken gemacht. Mal gucken, was ich im nächsten Video oder ob ich das im nächsten Video dann das so machen werde, weil es wirklich
relativ komplex und man will es aber dann trotzdem möglichst einfach dann halt wiedergeben, damit man es auch schnell und einfach versteht. Ja, ich will das Video dann auch nicht weiter in die Länge ziehen. Bis zum nächsten Mal.